Das FCS-Magazin wird präsentiert vom Autohaus Deckert, Ihrem Partner für Peugeot, Citroën, DS-Automobile und SsangYong im Saarland. Ja, willkommen beim FCS-Magazin, heute mit unserer Nummer 17, Fanul Perdedai. Ja, willkommen bei uns. Schönen guten Tag, hallo. Du bist das erste Mal da, bist im Winter gewechselt zu unseren Blau-Schwarzen. Wie gefällt's dir? Ja, also es ist super, super Stadt, super Verein. Ja, hast du schon so einen Lieblingsort in Saarbrücken ausgemacht, wo du gerne sitzt? Manche deiner Kollegen sitzen ja immer im Staden, St. Johann am Markt. Ja, oft bin ich da mit meiner Freundin, wenn sie da ist. Und dann gehen wir auch dahin und sonst eigentlich ab und zu mal da essen und da überall mal anschauen alles. Und so einen richtigen Ort habe ich nicht, aber wenn die Freundin da ist, da gucken wir uns alles an und schauen Saarbrücken an. Und ja, schöne Stadt, kleine Stadt und ich fühle mich wohl auf jeden Fall. Diese Woche hat man gehört, Paddy Schmidt, Kevin Behrens werden den Verein verlassen, gehen in die zweite Liga. Das konnte man ja schon so ein bisschen ahnen, aber die Hoffnung war immer noch da. Wie schwer ist so ein Verlust mit Schmidt und mit Ja, wenn man Kevin. Jetzt die Statistiken von den beiden sieht, haben sie schon eine Riesenleistung gebracht auch, oder einem Verein geholfen. Und klar wird man dann, wenn man jetzt wenn man Tore schießt und Vorlagen macht und kriegen die Vereine Aufmerksamkeit und denken sie sich, okay, wer sind die zwei? Und ja, dann im Fußball geht es ganz schnell. Da kommen einfach mal Zweitligisten und wollen die haben, weil die halt, die haben es sich selber auch sogar verdient, jetzt in der zweiten Liga zu spielen, weil wo ich dann herkam, habe ich auch gesagt, wow, sehr, sehr gute Statistik und machen viel Tore und letztendlich haben sie sich verdient. Und jetzt, klar, es ist immer schwerer, dann die auch hier zu halten, auch für den Verein, aber man kann denen nur jetzt das Beste wünschen, den beiden, und dass sie gesund bleiben und halt Vollgas geben nächstes Jahr, wo die dann sind. Und ist halt schade auch für uns. Ein großer Verlust auch und, für den Verein. Natürlich, na klar, aber so ist halt Fußball, das Geschäft ist so. Wenn man Leistung bringt, wenn man sich zeigt, dann werden andere Vereine aufmerksam und schnappen sie sich. Tja, und wir reden gleich weiter. Im zweiten Teil des FCS-Magazins. Das FCS-Magazin wird präsentiert vom Autohaus Deckert, Ihrem Partner für Peugeot, Citroën, DS-Automobile und SsangYong im Saarland. Ja, und wir sind zurück mit dem zweiten Teil des FCS-Magazin, heute mit unserer Nummer 17. Ja, du hast ja selbst bis zur U21-Nationalmannschaft gespielt. Bis dann, das ist ein bisschen komisch, das musst du mir mal erklären, hast dann in Kosovo gespielt. Ja. Kosovo hat noch nicht der FIFA angehört bei deinem ersten Einsatz. Ja. Mittlerweile gehört aber Kosovo der FIFA an. Wo spielst du jetzt? Das musst du mir erklären. Ja, es ist klar. Ich habe also von den U-Mannschaften her bei Deutschland gespielt. Und es ist halt immer schwer gewesen, wenn du jetzt jung bist, gehst halt natürlich, spielst für Deutschland, weil du bist ja auch hier aufgewachsen und hast auch mehr Perspektiven, als wenn du jetzt für Kosovo spielst. Da war es noch nicht mal so weit, dass es überhaupt Kosovo gab, auch von den U-Mannschaften her. Und ja, nachhinein war es so, dass wir eingeladen wurden, für die Spiele, die waren ja nicht offiziell. Ja, das erste jedenfalls mal. Das erste Debüt, oder ne? Allgemein haben wir halt keine offiziellen Spiele gehabt von der FIFA. Und wir sind halt da hingegangen, um trotzdem eine Präsentation fürs Land zu machen und halt so uns zu präsentieren, dass man halt uns akzeptiert, auch die FIFA uns annimmt. Und letztendlich haben wir es dann irgendwie geschafft oder halt durch die Zuschauer und durch die Aufmerksamkeit, die wir die gebracht haben für die FIFA, haben wir es dann letztendlich geschafft, dass die FIFA uns auch anerkannt. Und
Dann haben wir jetzt letztes Jahr auch die WM mitgespielt, wurden in der Gruppe reingepackt. Ja. Wo es eine starke Gruppe war mit Türkei, Island, Kroatien, Finnland und wer war noch dabei? Ukraine ja. war auch dabei. Und klar war es für uns eine schwere Gruppe, aber halt dabei sein ist erstmal alles. Ja, WM-Qualifikation spielen ist ja schon mal eine geile Sache. Zu haben, da bist du halt international dabei und leider haben wir es nicht geschafft, weil es noch vielleicht für uns allgemein, für die Spieler noch viel zu früh war und wir halt unerfahren sind, was internationale Spiele angeht. Aber ich denke mal, jetzt nach der WM, die jetzt kommt, kommen die Qualifikationen für die EM. Da ist immer was möglich und vielleicht kann man dann was schaffen. Vielleicht Wer weiß. Reinrutschen, das wäre ja schön. Irgendwie kriegst du vielleicht eine schwache Gruppe, dann kommst du halt da rein und schaffst es irgendwie. Hast du ein bisschen Glück noch und dann ist... Genau, und dann bist du halt da drin und klar, und letztendlich von der U21 gehen wir mal zurück. Wenn du halt den Schritt nicht schaffst in die erste Liga, dann ist es halt schwer, weil dann wirst du ja auch älter und dann kommen die Jungen nach und dann musst du halt, wenn du dann nicht in die andere Nationalmannschaft kommst, dann spielst du halt nirgendwo, wenn du jetzt irgendwo anders nicht spielen kannst und dann habe ich mich für Kosovo entschieden. Du hast ja selber als erfahrener Spieler im Oberhaus und im Unterhaus gespielt, ja? Mhm. Wie wichtig ist das jetzt so für die Aufstiegsrunde? Du bist jetzt da nicht mehr unerfahren in deinem Alter. Da kommt jetzt 1860, hast du auch mal gespielt, ja? Reden wir gleich mal kurz noch drüber. Aber wie wichtig ist es die Qualität, die du da mitbringen kannst oder die Erfahrung aus dem Oberhaus? Ja, man lernt dazu. Ich war auch noch jung und habe auch die Spiele gehabt, wo ich das erste Bundesligaspiel gemacht habe. War ich, glaube ich, auch 20 oder so. Und war es für mich auch so, da war ich auch aufgeregt. Klar, war volle Kulisse, aber in der Situation, wo ich bei Hertha gespielt habe, da konnte ich nichts mehr verlieren oder der Verein. Weil dann, glaube ich, war es schon so gesehen, dass wir absteigen. Und dann gehst du halt auch jetzt nicht mit so einem Druck rein, sondern spielst einfach. Und ja, da habe ich einfach die Spiele gemacht und war auch sehr glücklich drüber. Und auch in der zweiten Liga dann auch bei Hertha. Und dann haben wir halt auch den Aufstieg geschafft. Und so Spiel für Spiel oder Woche für Woche, wenn du jedes Mal spielst, kriegst du halt Erfahrung, wirst du besser und spielst auch gegen Bessere. Dann lernt man auch viel von den anderen. Und ich denke mal, vom Spielertypen her kann ich der Mannschaft viel helfen, und weil ich habe halt meine Qualitäten und ich bin halt ein aggressiver Spieler, bin fußballerisch gut und kann halt mit der Erfahrung viel, viel der Mannschaft helfen und auch auf dem Platz, auch auf dem Nebenplatz, und denke mal, dass ich auch eine Riesenunterstützung bin für die Mannschaft und alles dafür tue, was ich kann und was ich gelernt habe in den Relegationsspielen, reinzupacken und dass wir das schaffen. Schaukelt. Ja, wir reden gleich weiter mit unserer Nummer 17 im FCS-Magazin Teil 3. Das FCS-Magazin wird präsentiert vom Autohaus Deckert, Ihrem Partner für Peugeot, Citroën, DS-Automobile und SsangYong im Saarland. Und wir sind zurück beim FCS-Magazin Teil 3 mit unserer Nummer 17. Ja, wir haben eben kurz schon mal drüber gesprochen. Du hast selbst schon bei 1860 gespielt. Wie schwer werden diese Relegationsspiele werden? Also einfach werden die nicht, das ist klar. Aber wie schwer wird das Ding? Naja, wo ich da gespielt habe, haben wir ja selber Relegation gehabt gegen Regensburg. Und dann hat man da schon gesehen, wie schwer es ist, gegen Drittligisten zu spielen oder wie schwer man sich tun kann, und letztendlich haben wir es vergeigt, und ja, die Spiele jetzt, die werden nicht einfach, weil die Kulisse wird voll sein, die 60er werden da sein, unsere Fans werden da sein, die werden uns unterstützen, aber es ist einfach nur eine Kopfsache, ja. Tagesform, und wenn du mit dem Fokus reingehst und willst, oder dass du halt aufsteigen willst, dann schaffst du es auch. Und ich denke mal, es wird nicht leicht, aber für die wird es auch nicht leicht. Da können wir mal so. Wir haben auch eine sehr starke Mannschaft. Wir sind überall sehr stark besetzt.
Und gegen uns wird es auch nicht einfach für die. Und ich denke mal, die werden auch denken, puh, das wird jetzt nicht einfach für uns oder das ist ein brutaler Gegner. So wird es auch sein. Wir dürfen jetzt nicht irgendwie sagen, okay, 1860, wir müssen uns fokussieren und an den zwei Tagen einfach alles geben, was geht, dass wir halt einen Aufstieg schaffen. Ja, jetzt guckt man nochmal dahin. Saarbrücken hat so ein bisschen angefragt, geliebäugelt damit, dass man das Spiel vielleicht ein bisschen nach hinten verschieben kann. Auf Hinblick darauf, auf den Saarlandpokal. 1860 hat jetzt gesagt, machen wir nicht. Ja. Wir wollen natürlich den Saarbrücker die Regenerationszeit so kurz halten wie möglich. Die haben ja schon den Bayernpokal im Viertelfinale mit einer B11 im Prinzip abgeschenkt. Mhm. Ja. Für Saarbrücken ist es natürlich nochmal ein Ding. Gewinnst du den Saarlandpokal, bist du im DFB-Pokal, ist auch nochmal eine wichtige Sache. Bringt auch nochmal ein bisschen Geld und ist auch nochmal ein schönes Ereignis. Ja, natürlich. Also es ist auf jeden Fall wichtig. Und ich denke mal, der Trainer oder die Trainer werden einen Plan haben, wie die das angehen werden. Das weiß ich nicht. Aber ob B11 oder A11 ist völlig egal. Und wir haben die Qualität, auch jetzt dann nach dem Pokal die zwei Spiele abzustreiten und dass wir die auch gewinnen. Und Regeneration, ja, regenerierst du halt zwei Tage und dann guckst du halt, dass du halt frisch wirst für die Spiele. Muss oder weitergehen, ja. Und dann musst du halt durch, egal wer. Und ich denke mal, da wird ein Plan hinterstecken von dem Trainer und die werden es schon machen, dass wir alle fit sind und alle so vorbereitet sind für die Relegationsspiele und fürs Pokal, was natürlich auch wichtig ist, dass wir halt diese drei Spiele dann auch gewinnen und für uns bestreiten. Ja, und wir reden gleich weiter mit unserer Nummer 17 im letzten und vierten Teil des FCS-Magazins. Das FCS-Magazin wird präsentiert vom Autohaus Deckert, Ihrem Partner für Peugeot, Citroën, DS-Automobile und SsangYong im Saarland. Ja, und wir sind zurück beim vierten Teil mit unserer Nummer 17 beim SCS-Magazin. Ja, Studi hat man gesehen oder hat geschrieben, sich gemeldet, Vertrag wird in Saarbrücken nicht verlängert, will wieder zurück ins Ruhrgebiet, kann man auch verstehen, da hat er seine Freundin kennengelernt, hat er gesagt, und da ist er auch irgendwo zu Hause. Jetzt ist es ja immer so ein bisschen blöd am Ende von der Saison. Da hat man ein paar Freunde gefunden und jetzt geht der ein oder andere oder muss gehen oder wird abgeworben, wie auch immer. Wie ist das so? Ja, also jeder muss selber entscheiden. Also im Fußball, so habe ich es kennengelernt, Freunde kommen, egal wie gut du mit denen bist, aber sie gehen auch, weil jeder macht seinen Weg. Jeder entscheidet sich für andere Sachen. Jeder guckt halt, was das Beste für ihn ist. Und bei mir war es ja auch so, ich war auch jahrelang in Berlin und dann war ich auf einmal weg von der Familie und dann kommen halt, lernst halt die Kollegen kennen, wenn du in Berlin bist 5-6 Jahre mit denen zusammen. Ja, dann geht halt man neue Kollegen an. Und ja, dann lernst du die vielleicht ein Jahr kennen, dann kommen wieder neue Kollegen. Das ist einfach, klar kannst du nachhinein, nachdem du jetzt irgendwo gewechselt bist oder sonst wie, mit den Kollegen, mit denen du gut warst, in Kontakt sein, klar, oder was unternehmen, wenn man Zeit ist oder so, dass man sich irgendwo trifft. Aber Fußball ist einfach ein Geschäft, wo du vielleicht hin und her wandern musst und neue Kollegen kennenlernen musst, neue Stadt hast. Das ist einfach der Job. Und ich denke mal, es gibt selten Spieler, die jetzt vielleicht irgendwo 15 Jahre komplett an einem Verein waren, wo die halt nirgendwo irgendwie die Stadt... Außer der Trainer von Arsenal vielleicht. Ja. Ja, den kann man halt, das ist halt was anderes, aber es ist halt, Freunde, klar, jeder ist halt anders. Bei mir ist einfach so, dass ich auch viele gute Freunde gehabt, die ich jetzt nicht mehr so sehe oder nicht mehr so in Kontakt habe wie früher aus Berlin, sondern einfach, das ist das Geschäft. Das ist einfach, jeder guckt auf sich selber, was das Beste für ihn ist und dann geht man halt den Weg. So vielleicht zum Abschluss, wer ist so dein bester Kumpel beim FCS? Alle. Ich verstehe mich mit allen gut. Und mit wem hängst du am meisten so ab? Mit Kevin Behrens, ja? Mit Markus Mendler, Manuel Zeitz. Ja, ist auch die Altersgruppe, ne, von euch.
Ja, aber mit denen bin ich halt, mit denen bin ich halt gut. Ich bin mit allen gut. Also ich bin der Typ, der mit sich mit allen versteht und auch Späßchen macht und auch ein bisschen nicht immer dieses Ernste, sondern auch ein bisschen locker ist und eigentlich mit jedem. Also sind alle sehr gute Jungs, muss ich echt sagen. Ja, vielleicht abschließend noch eine Frage. Wenn die Relegation geschafft ist, dann geht's dann ab in den Urlaub. Wo geht's hin für dich? Hast du schon was geplant? Nein, noch nicht. Wenn, dann spontan. Spontan, aber mit Freundin. Mit Freundin? Wohnt die ja, doch in ja. Berlin? Nee, meine Freundin, die kommt aus La. Wo auch immer La ist. La ist in Offenburg. In Offenburg, ja. Offenburg ist vielleicht so 2 Stunden von hier. Gut, das geht ja noch. Da und denke mal, nach den Relegationsspielen, wenn wir aufgestiegen sind, kann man mal feiern, einen Tag und dann erholen, Urlaub, runterfahren, komplett regenerieren. Danach geht's wieder los. Tja. Geht's wieder mit der Liga 3 los und da muss man sich richtig konzentrieren und noch mehr Vollgas geben und noch mehr arbeiten als diese Saison, weil da wird es noch mal schwerer. Dann viel Glück. Danke sehr. Hoffe, du kommst auch gut durch, verletzungsfrei jedenfalls. Man bis zu den Relegationsspielen, da wirst du ja noch auf jeden Fall gebraucht. Und dann schöne Erholung im Urlaub mit der Freundin. Danke sehr. Vielen Dank. Wir sagen tschüss. Ciao.